dass Archäologie nicht immer bedeutet, dass man tief in die Erde gräbt, zeigen diese fantastischen Skulpturenfunde vom Gouvernementsberg in Magdeburg. 2003 sollte dort eine Mauer abgerissen werden. Und da sich diese Mauer am Gouvernementsberg in sehr prominenter Stelle befand, beschlossen wir eine archäologische Begleitung. Das heißt, einer unserer Grabungstechniker stellte sich hin und beobachtete den Abriss. Der Gouvernementsberg geht vom Zentrum der Macht, das heißt direkt vom heutigen Landtag runter an die Elbe. Wir sind hier am Domplatz. Und beim Abriss stellte er fest, dass in dieser Mauer Figuren verbaut waren. Das Erste, was er sah, war dieses Gesicht, das ihm elegant entgegenlächelte. Er schickte mir ein Foto und wir waren tatsächlich erstaunt, dass solche Figuren, die einheitlich dem 14. Jahrhundert, etwa der Mitte, Ende des Jahrhunderts angehören, vielleicht 1370, 1380, dass diese Figuren hier vermauert waren. Das war insofern schon hochwichtig, allein kunstgeschichtlich, weil Magdeburg wird dominiert durch das 13. Jahrhundert. Skulpturen des 14. Jahrhunderts sind äußerst ungewöhnlich. Wir haben die Skulpturen sorgfältig geborgen und Sie sehen, dass wir die Skulpturen aus vielen Bruchstücken zusammengesetzt haben, sodass am Ende 12 Figuren und eine solche Reliefplatte zustande kamen. Es wurde eine Dissertation verfasst über die Skulpturen, die sich mit dem Bildprogramm beschäftigte. Leider ist das Bildprogramm deshalb nicht mehr klar, weil erhebliche Teile der Skulpturen fehlen. Wir haben nur 2 Köpfe erhalten und auch in diesem Fall fehlen die Attribute der Heiligen, sodass wir nicht sicher wissen, wer hier abgebildet ist. Wichtig ist aber, dass wir es mit einer Prager oder einer tschechischen Werkstätte im Umfeld des Prager Domes, der Pala, zu tun haben. Also äußerst hochwertige Kunstgegenstände, die hier für Magdeburg hergestellt wurden. Und natürlich stellt sich für jeden die Frage, wie kommt es zur Zerschlagung solch großartiger Kunstwerke? Jeder denkt hier sofort an Bern und an andere Skulpturen, die in den Bilderstürmen des Protestantismus zerschlagen wurden. Bilderstürmen, die wir heute noch historisch überliefert haben. So ein Bildersturm ist auch für 1524 durch die Handwerksgesellen aus Magdeburg überliefert. Die haben also hier Kirchen gestürmt und andere heilige Orte, um aus ihrer Sicht der Götzenbilder zu zerstören. Und ob das hier diese Figuren drauf, wissen wir nicht. Es könnte sich auch um die Belagerung Magdeburgs durch Moritz von Sachsen 1575 handeln oder es könnte sich um die Eroberung Magdeburgs durch Tilly, also durch die Katholiken 1631 handeln. Wir wissen also nicht sicher, wann die Figuren zerstört wurden. Tatsache ist es, wir haben hier aus dem 14. Jahrhundert eine exquisite böhmische Schule vor uns und wir haben das Zeugnis von einem gewaltigen Furor gegen Statuen der Heiligen, die man bis dahin verehrt hat. Woraus dieser Furor rührte, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich handelt es sich doch um einen Bildersturm oder Ähnliches, der sich auf religiöse Auseinandersetzungen bezieht und es ist doch immer wieder erstaunlich, dass niemand sich stärker bekämpft als die Religionen im Bruderkrieg selbst. Und da hat Stephen Runciman mal ein wunderbares Buch dazu geschrieben mit dem Titel Christentum und Häresie. Und ich kann Ihnen nur den Anfang dieses Buches empfehlen, in dem er beschreibt, warum diese Bruderkriege die blutigsten sind. Denn, so schreibt er, wie könnte man einem Moslem oder einem Hindu böse sein, der nie das Licht des Christentums gesehen hat? Wie schlimm ist es aber, wenn jemand das Licht des Glaubens sah und sich böswillig und trotzig abwendet und den wahren Glauben, den er gesehen und erleuchtet hat, wenn er dem abschwört und der Häresie anhängt? Und deshalb wurden die Heretiker mit ungeheurer Wut und Vernichtung verfolgt und deshalb versank Europa für viele, viele Jahrzehnte immer wieder in Religionskriegen bis durch Erschöpfung
und Ermattung schließlich ein Friede geschlossen wurde. Das war aber erst später, am Ende des 30-jährigen Krieges, der Westfälische Friede im 17. Jahrhundert. Da sollte es noch lange dauern, von der Zeit, als diese Skulpturen zerschlagen wurden, bis hin zum Frieden und bis hin zur Entdeckung. Wir im Museum sehen diese Figuren als Mahnmal eines verwirrten, fanatisierten menschlichen Geistes, aufgebracht durch Ideologien, etwas, das uns im 20. Jahrhundert und leider auch, befürchte ich, im 21. Jahrhundert nicht völlig unbekannt ist.